Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, Ihnen heute eine frohe Botschaft verkünden zu dürfen, nämlich wir werden heute die US-Arbeitsmarktdaten bekommen und egal wie sie ausfallen, das ist total bullish. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, der Fugmann, wir wissen, dass das ein Dauerbulle ist und damit haben Sie natürlich total recht. Mein Glaubensmantra lautet ja seit einigen Monaten, Stocks always go up and never go down. Und dementsprechend ist das vielleicht nicht so verwunderlich, wenn ich also total bullish bin. Aber ich will Ihnen ganz klare Gründe mit an die Hand geben, warum diese total bullische Haltung gerechtfertigt ist. Und wir fangen an mit einem Tweet von Sven Henrik. Erstens, bullish. Wenn die Zahlen enttäuschen, sehr, sehr bullisch, denn dann muss die Fed nicht auf die Bremse treten. Das überzeugt gleich ungemein. Und warum stehen die Märkte da, wo sie sind, neben der Fed und den anderen Notenbanken? Das haben wir ja ziemlich klar erkannt bei dem Entsetzen über das böse Z-Wort von Janet Yellen. Zinsanhebung, uiuiui, über das böse T-Wort, das gestern Robert Kaplan wieder mal in den Mund genommen hat, nämlich Tapering, Reduzierung der Anleihekäufe, sofort ein pures Entsetzen an den Märkten. Die interessieren sich für Liquidität, nicht für Rationalität. Dementsprechend ist das das entscheidende Argument. Bullish aber für die Aktienmärkte wäre, wenn wir eine bessere Zahl sehen, denn dann geht es ja der Wirtschaft sehr, sehr gut. Das ist doch hervorragend. Und wenn die Zahl sogar übergeordnet herausragend wird, also viel, viel besser als erwartet, dann ist das auch bullisch. Denn wir wissen, dass die Fed natürlich alle Instrumente hat, um die Inflation, die daraus möglicherweise entstehen kann, wieder runterzufahren. Das zumindest haben uns die Halbgötter ja verkündet. Zuletzt Andrew Agassi für arme Neil Kashkari, das dovischste aller Fed-Mitglieder, der gesagt hat, ja, wenn das überhitzt, dann machen wir halt ein bisschen Geld, dann können wir ja was machen. Okay, schauen wir uns mal an, wo das eigentliche Problem der Fed liegt. Gestern hat die Fed den sogenannten Financial Stability Report herausgegeben, eine regelmäßige Analyse, wie es ausschaut mit der Finanzstabilität, und da hat man gesagt, ja, Asset Prices are vulnerable, also die sind anfällig, die sind gefährdet, da gibt es Risiken, könnte man sagen. A broad range of asset prices könnte eben gefährdet sein, zu large and sudden declines, also zu großen und plötzlichen Abverkäufen, which can lead to broader stress to the financial system, also das könnte das Finanzsystem unter Stress setzen. Und jetzt hat ein sehr schlauer Twitter-Kommentator, nämlich Andreas Steno Larsen, gesagt, ja, guckst du, da haben wir ein kleines logisches Problem, denn eigentlich müsste die Fed, wenn sie das erkennt, dass da die Risiken für die Finanzstabilität liegen, in diesen erhöhten Assetpreisen, müsste versuchen, die so ein bisschen runterzudämpfen. Das ist genau das Ding, das sie eigentlich tun müsste, aber wenn sie das tut und eben aufs Bremspedal tritt, dann werden genau diese Verwundbarkeiten, genau diese Risiken aktiviert, denn dann fallen die Märkte. Und dann würde klar, dass es sich in vielerlei Hinsicht in vielen Märkten um Blasen handelt und das Platzen dieser Blase wiederum würde die Finanzmarktstabilität gefährden. Also darf das nicht passieren. Also sehen wir, dass wenn jemand sich da in der rhetorischen Kiste vergreift, wie Kaplan oder wie Janet Yellen, dass dann gleich eine Vielzahl von Fed-Speakern auftritt und sagt, na, also mir doch nicht, wir haben vielleicht ein bisschen eine Wirtschaft, die ein bisschen doch stark ist, und wie stark sie ist oder wie der Vergleich zum Beispiel zu der Krise, zu der Finanzkrise ausfällt, wie wir da aus dieser Erholung gekommen sind, das will ich später in dem Video noch zeigen. Aber weiter im Text, meine Damen und Herren, was dürfen wir heute erwarten? Hier mal eine Aufstellung, die reicht von verschiedenen Brokerhäusern, Banken, was die so erwarten. Das Mittel ist 1,1 Millionen. Wir haben hier Goldman Sachs 1,3. Wir haben teilweise Jefferies mit dem höchsten Wert von 2,1 Millionen, aber keiner ist so wirklich, wenn ich das richtig sehe, unter 800. Das ist also das Minimum, was wir erwarten. Gestern ja sehr gute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, allerdings die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge derjenigen, also die keine Arbeit finden, die sind wieder nach oben gegangen. Aber dass die Zahlen heute ganz erquicklich ausfallen, darauf deutet schon hin, dass Joe Biden sich zu diesen Zahlen heute äußern will. Er will nämlich dann um 14.30 Uhr in Reaktion auf die Zahlen eine Rede halten. Jetzt wird er das wahrscheinlich nicht tun, wenn wir 5 Millionen Jobs verlieren werden. Das ist nicht zu erwarten. Wir hatten letztes Mal ja schon über 900.000. Hier sehen Sie da die Grafik unten.
Da dürften wir wahrscheinlich drüber kommen, aber es ist so oder so bullish, das hatte ich versucht Ihnen vorhin zu zeigen. Wir sehen jetzt auch vier der sechs High-Frequency-Modelle von Goldman Sachs sagen, also das wird eine Zahl über eine Million, da gibt es den höchsten Parameter sogar mit 2,5 Millionen, also da deutet vieles darauf hin, dass da wirklich was kommen wird. Wir sehen auch bei den Small Businesses, also bei den kleineren Geschäften, dass die Schwierigkeiten haben, ja, Positionen zu füllen, Arbeitsplätze auszufüllen mit den entsprechenden Leuten. Warum das so ist, will ich Ihnen dann auch gleich zeigen, nämlich es fehlen oft die Skills, also die Qualifikationen. Hier sehen wir mal Labor Shortages, also Knappheit an Arbeit im Bereich Manufacturing, also produzierendes Gewerbe oder Non-Manufacturing, Dienstleister. Vor allem bei den Manufacturern ist dieses Gap sehr groß oder diese Shortage, diese Knappheit ist sehr groß an Arbeitskräften. Teilweise über 60% sagen der befragten Unternehmen, ja, da haben wir Probleme. Bei den Dienstleistern sind es nicht einmal 20%. Aber was auffällig ist, jeder zweite befragte Manufacturer, also Firmenchef, sagt, da haben wir ein Skills Mismatch. Also die Leute haben nicht die Qualifikation und das ist ja das Problem. Jetzt hat ja der Amerikaner generell durchschnittlich die Tendenz, ein bisschen wenig Skills gelegentlich zu haben, weil die Volksbildung nicht so wahnsinnig weit ausgeprägt ist. Und das kommt dann letztendlich hier zum Tragen. Wir sehen hier auch Job Vacancies, also praktisch da ausgefüllte Jobs. Wie viel sind das? Gibt es da welche bei euch? Und dann sagen eben auch, ja, über 40% der Manufacturer sagen wir, da fehlen welche. Aber jetzt reagieren die Unternehmen natürlich, die müssen irgendwas tun. Klar, manche haben Probleme, weil sie keine Arbeitnehmer finden, die genug ausgebildet sind, die qualifiziert sind. Aber wir haben trotzdem andere, die damit weniger Probleme haben, etwa wie Walmart, wie sie alle heißen. Das ist immerhin der größte private Arbeitgeber in den USA. Und man hat gesagt, ja, wir werden jetzt für 425.000 Mitarbeiter die Löhne über 15 Dollar pro Stunde durchschnittlich anheben. Also hier Lohnanhebung. Amazon hat das ja gleich gesagt für seine 500.000 Mitarbeiter. Und auch Costco, große Lebensmittelhandelskette, wird ihre Löhne deutlich anheben auf mindestens 16 Dollar. Wir sehen also, jetzt kommt das, was zu der inflationären Situation noch fehlt, nachdem wir ja die Rohstoffpreise massiv haben steigen sehen und die Inputkosten für die Unternehmen gestiegen sind. Jetzt beginnen die Löhne zu steigen. Das ist das fehlende Puzzleteil, das gerade passiert. Unten sehen Sie eine Grafik der Rising Wages Employment Cost Index, also die Kosten für die Unternehmen, für Arbeitnehmer, für Mitarbeiter sind deutlich gestiegen. Kommen wir zu den Märkten und wir haben gestern ja einen wundersamen Rebound gesehen zum Handelsende, sodass es der Dow Jones mal wieder als erster über die Ziellinie geschafft hat mit plus 0,93%. Sehr, sehr parabolische Kerze gestern, die wir da zum Handelsende hin gesehen haben. Was waren die Top-Sektoren? Mal wieder Financials, mal wieder Consumer Staples, Materials, Technology. Was noch am wenigsten gut gelaufen ist, war Healthcare. Warum, will ich gleich zeigen. Aber alle elf Sektoren im S&P 500 gestern im Plus. Und warum Healthcare so ein bisschen schwächer war? Das liegt eben an diesen Aussagen von Joe Biden von wegen, naja, Einschränkung der Patentschutzrechte für eben diejenigen Hersteller, die Corona-Impfstoffe produzieren. Dann aber kam Madame La Merkel, jene scheidende Kanzlerin aus Germany, und hat gesagt, ja, also da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig dafür, weil dann fehlt irgendwie der Anreiz, in anderen Bereichen vielleicht sich hier wirklich reinzuhängen, Geld zu investieren, jahrelange Forschung zu investieren, wenn wir jetzt anfangen, hier Patentschutze praktisch ein bisschen aufzuheben. Das fanden die Märkte cool. Pharmaaktien sind dann deutlich gestiegen. Dann ging es nochmal ein bisschen zurück und dann sehen wir diese wunderbaren Anstiege dann zum Handelsende hin. Da hat vielleicht jemand ein bisschen zu viel Viagra-Werbung gesehen. Aber sei es drum, ein Belastungsfaktor zwischenzeitlich waren eben auch Berichte, wonach das Biden-Team hier die Trumpschen Investment-Ban-Vorschriften oder Ideen aufrechterhalten will. Großteils
Hier zum Beispiel Limits für US-Investments in einigen chinesischen Firmen etc. etc. Aber man sei noch in sehr frühen Diskussionen, jedenfalls war das zwischenzeitlich ein Faktor, der belastet hat. Und Kryptowährungen sind belastet worden durch Aussagen von Chairman Gary Gensler, der ja neu als SEC-Chef installierte wurde, der gegenüber dem Kongress gesagt hat, ja, also wir brauchen jetzt wirklich zwingend und dringend Regulatorik für Kryptowährungen und diese Regulatorik sollte kommen vom Kongress, das sollte man setzen, damit die Investoren geschützt sind. Ja, das ist ganz wichtig, die zu schützen, nachdem diese Dinge so steil nach oben gehen. Jedenfalls sehen wir, das hatte teilweise dann Auswirkungen gehabt auf den Kryptomarkt. Dogecoin ist mal ja wieder im Fokus. Das sei so Novogratz, bekannter Kryptoinvestor, sei so ein bisschen wie der Mittelfinger ans Finanzsystem, vielleicht könnte man sagen, es ist der Mittelfinger für das gesamte Fiat-Geldsystem, könnte man meinen. Ja, ähnlich gestrickt wie Bitcoin, nur eben nicht endlich, sondern unendlich ausweitbar. 100 Milliarden gibt es, jedes Jahr kommen 5 Milliarden, über 5 Milliarden Dogecoins dazu. Insgesamt sehen wir, dass das Volumen, das gehandelt wird, 1,7 Billionen erreicht hat im letzten Monat. Im März waren es noch 1,2 Billionen. Im April 2020, also vor einem Jahr, waren es 100 Milliarden, also ein 17. dessen, was derzeit der Fall ist. Das ist schon der Hammer. Ich hatte zuletzt immer wieder mal darauf hingewiesen, diese Parallelen zwischen dem Kursverlauf jetzt, Erholung aus der Corona-Krise, Rallye aus der Corona-Krise und Erholung damals nach der Finanzkrise. Da sehen wir ja, dass die Kursverläufe sehr, sehr ähnlich waren. Nämlich zwischen März 2009, April 2020 und März 2020 und jetzt. Hier sehen wir also ein ganz ähnliches Muster. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, dazu komme ich gleich, wie wirklich die einzelnen Parameter aussehen und dann das in Relation stellen, was die Notenbanken dann gemacht haben. Zunächst mal Rohstoffe zum Beispiel. Wir sehen hier jetzt einen den steilsten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in den letzten 40 Jahren. Dann muss man natürlich auch sagen, dass die Rohstoffpreise in der Corona-Krise am Anfang der ersten Corona-Welle sozusagen auch deutlich gecrashed sind. Aber schauen wir uns mal hier ein paar Parameter an, Vergleich zwischen eben Finanzkrise und Reaktion darauf, respektive Erholung daraus. Unten sehen wir zum Beispiel Commodity Prices. Da sehen wir eine deutlich steilere Erholung jetzt als damals nach der Finanzkrise. Wir sehen World Business Confidence. Hier sehen wir das Orangene, das ist jetzt und das Blaue ist eben damals Finanzkrise. Auch das Business Confidence deutlich besser, aber Index World Trade, also praktisch was Handelsvolumen, wie schnell sich das erholt, das sehen wir deutlich schneller erholt als nach der Finanzkrise. Und wir sehen auch World Investors Risk Exposure, also das, was sozusagen die Investoren bereit sind, hier ins Risiko zu stellen, zu investieren an den Märkten, auch deutlich besser. Und das, wenn wir jetzt mal auf die Notenbank zu sprechen kommen, dann sehen wir, dass damals im Vergleich zu heute minimale Summen investiert wurden, angesichts eines Schadens, der nicht viel kleiner war als jetzt, sondern größer war eigentlich volkswirtschaftlich. Also man sieht diese Überreaktion der Notenbanken und jetzt entsteht eben das Problem, wenn die Wirtschaft jetzt anspringt und die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, die nicht nur bullisch sind, sondern das eben auch zeigen werden, dass das der Fall ist. Jetzt sitzt man in einer Situation, wo man eine Überhitzung der Wirtschaft schon fürchten muss, aber gleichzeitig eben sagt, naja, wenn wir jetzt zu stark auf die Bremse treten, dann riskieren wir die Rücksetzer an den Märkten. Das wiederum ist gefährlich, weil dann sozusagen eben diese Dinge auf das Tapet kommen könnten, was dieser Finanzstabilitätsbericht der Fed schon angedeutet hat. Also tricky situation für die Notenbank. Sie müsste eigentlich dagegen steuern. Wenn sie dagegen steuert, dann materialisieren sich eher die Risiken, die sie eigentlich befürchtet. Sehr seltsame Situation. Und zu diesem Aspekt, meine Damen und Herren, möchte ich Sie dringend auffordern, einen Artikel von Wolfgang Müller zu lesen, der heißt Inflation oder Hyperinflation, was kommt auf uns zu, wo der liebe Wolfgang mal diskutiert, wie wahrscheinlich eigentlich welches Szenario ist, was da eigentlich wirklich zu erwarten ist, denn das ist eine sehr wichtige Frage für uns alle. Ich werde den Link zu diesem Artikel wieder unter das Video packen und möchte Sie auffordern, sich das in Kürze reinzutun, ein Artikel, der nicht sehr lange ist und nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber Sie mit möglicherweise ein bisschen weiterbringen kann. Ich hoffe, Sie haben einen wunderbaren Freitag, 14.30 Uhr, meine Damen und Herren. Schauen Sie da rein bei Finanzmarktwelt, US-Arbeitsmarktdaten, bullisch oder so, klar, aber wie bullisch werde ich dann zeigen. Da werden wir die Zahlen bringen und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie heute Abend im Marktgeflüster wieder dabei sind. Ich sage Servus und Ciao.